Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Und ja, das Fenster wollte nicht aufgehen. da wurde jemand beim Drogenkaufen erwischt. Scheinbar. Und ja, sind jetzt wieder mehr da. Ich habe lange warten müssen, bis ja, bis etwas los war, weil die Jäger gerade hier sind. Ist gerade irgendwie nicht so viel los. Sie sind irgendwo anders gewesen. Okay, da ist ein Eis gestorben. Es war nämlich Drop-Event und ich habe einfach die ganze Zeit gefarmt und fand einfach keinen Aufnahmetermin. Also ich wollte immer weiter farmen, farmen, farmen. Und das ist das, was ich eigentlich bekommen habe. Also zuerst mal ein königlicher Eisstab, den habe ich glaube ich schon gezeigt. Dann ein verbundener Kriegspfeil, der einfach ein bisschen für, ja, wahrscheinlich nicht so viel besser ist als meine. Ja, okay. Ja, 40 bis. Was mit 60? Oh Mann. Muss das sein, ey. Schon den ganzen Tag sind die Spiele so toxisch. Sie wollen immer wieder irgendwelche Händler oder so angreifen. Also die Händler hier. Und auch die Eisen haben bei den Zirten angegriffen. Ich war dabei. Aber habe die Händler nicht angegriffen, nur die Spiele. Und so. Das ist irgendwie, ja. Und dann einfach ein Generve. So ein drittes E. So. So. Also. Ich muss mich auch ein bisschen sammeln zuerst. Wieder ins Spiel reinkommen. Aber der hat es sehr gut. Er hat sich gebufft und hat sich deshalb verraten. Das Zelt ist weg. Er hat das Zelt geklaut. Liebe Grafiker. Ihr habt mein Zelt. Und die Händler. Also wir werden jetzt das mal mit ihr zusammen machen. Der Heyendahl. Wahrscheinlich auch irgendwo hier, wenn es schon schreibt. So unsichtbar. Also mal kurz schauen. Ja, er ist dort. Okay. Es ist, er ist nur anspruchsvoll, aber es sind mehrere. Ein schwerer noch. Okay. Ja. Also, Krieger 3, Bogenschützen 3, Magier 1. Oh je, Gott. Wir werden alle sterben. Ja, ich wollte eigentlich Agasbog zeigen, aber wenn da niemand kommt und uns hilft, dann können wir da halt nicht viel machen. Es ist halt immer so. Das ist eine sehr einfache. Ich werde mal kurz ein bisschen schauen. Das ist mir ein bisschen zu nervig, wenn die hier rumlungen. Ich wollte ja doch die Ereignisse zeigen. Wo sind sie denn? Also es sind ja auch Jäger, also sie könnten mich auch erwischen. Finden. Mit einem Zauber, den ich nicht dabei habe. Also sie sind nach links gegangen. Dann zeige ich euch nochmal das Zeug. Und dann gehen wir direkt nach Ackersburg. Aber ja, Spiele wollen auch gemeint sein, das ist klar. Also. Den Pfeil können wir verwenden. Einen Bogen, aber der hat nur 25 Reichweite. Dann, das ist das eigentlich das beste Item. Ja, okay. Einfach weniger Level, natürlich. Aber vom Wert ist das eigentlich schon ziemlich gut. Weil es auch legendär ist. Und dann haben wir noch einen Level 58er Bogen. Mit vielem Damage. In Episch. Aber leider nur 20 Reichweite und der Schaden ist auch nicht gerade so hoch. Aber gut. Schauen wir doch mal nochmal gut. Ein Bogen nach Südost. Okay, der ist aber weit weg. So. Gut. Dann, Sherilias hier.
Charlie. Ah, die geht auch zum Shop. Ich habe das Gefühl, ich muss mich kurz unsichtbar machen. Ja. Südost, nach Osten. Das könnten die Syrten sein. Komödie. Ich gehe jetzt genau in die Gefahrenzone, deshalb mache ich das mal kurz wieder. Wir wollen ja auch Erfolg haben, oder? Also, wir müssen jetzt nicht unbedingt böse sein mit dem Unsichtbarsein, aber einfach selber geschützt sein. Ja, der Shop-Händler wieder mal. Von diesen automatischen Shops. Ja, hier sind sie. Okay. Einen Hunter, ja. Okay. Einverstanden. Die könnten vielleicht von hinten wieder auflauern, wenn wir jetzt hier etwas machen. Also müssen wir vorsichtiger sein. Oh. Das Mikrofon weg. Ja, in nächster Zeit wird wahrscheinlich viel passieren bei mir. Also es kann sein, dass jetzt nicht so viele Parts kommen, da ich sehr viel machen muss, vor allem im Sport und bei Freunden oder mit Freunden, Freundinnen und ja, älteren Menschen, weil ich da etwas ins Leben gerufen habe zum Unterstützen. Und deshalb kann es schon sein, dass ich manchmal eben nicht die Zeit finde zum Hochladen. Oder am Morgen dann einfach immer aufnehmen muss. Aber es sind viel zu viele Ecken, deshalb. Ja, wir schauen mal, ob jemand noch uns, also noch ein bisschen verborgen ist. Aber ihr seht es, 10 Kriege, 7 Magier. Und ich bin immer der Hinterste. Ich sehe gar keinen, also die kommen gar nicht mal so nah ran. Okay. Xerox, Xa. Okay. Ich suche nämlich noch ein paar. Mehrere markieren. So, jetzt ist gut. Das war ein guter Krähenschuss. Na, da hat sich auch besiegbar gemacht. Sehr schön, also toll, dass man jetzt gerade kurz alles zeigen kann. Dass wir alle ein bisschen töten können. Wir haben jetzt leider ein bisschen geschissen. Ja, die Offensive ist meistens auch dann das Problem, oder? Sie haben sich jetzt zu weit rausgewagt und jetzt kommen wir und machen mal ein bisschen mehr als nur aufräumen, ne? Das sind halt überall Ritter. Also Warriors of Eberor Leute und Sauerkraut Leute suche ich. So, ab, es ist niemand hier. Ja, war jetzt auf Kalisius, Leute. Ja, ich finde, irgendwie treffe ich immer die gleichen. Ich muss noch ein bisschen EXP bekommen. Oh, da ist ein. Ach komm. Christsal. Christsal. Also sind sehr viele scheinbar online auch wieder, die jetzt nicht so oft spielen, einfach wegen dem Event. Ich glaube, das ist jetzt gerade noch ein bisschen aktiv. Können wir mal schauen. Ja, das kann ich nicht gekriegt haben. Weil überall Ritter sind. Okay. Ich zahle halt nochmal. Nein, Wächter nicht. Hallo, geh weg, Wächter. Tschüss.
wie ich möchte. Die sind sinnlos, die geben keine XP. Da ist irgendwo eine Hand, da sind Wächter. Okay. Mann, aber. Ah, Existenz. Salzige Banane. Der erste Existenzspiel, den ich noch gesehen habe. Sicher 5 Tage keine Existenzspiele mehr gesehen. Ein paar sind also noch drin und der Clan gibt's also noch. Ah ja. Das war eine große Diskussion. Wir wollten natürlich alles auch ein bisschen wissen, oder? Ich hab's ihnen beantwortet, einfach in cool. Ich blieb cool. Nicht so viel zu berichten. Also, dass sie eben ein Problem hatten. Ja, sie wagen sich nicht mehr. Ne? Eher ein bisschen Angst, in eine Falle zu geraten. Das nützen wir ja nicht mehr. Aber ich helfe jetzt nicht so mit, wie ich das eigentlich will. So, jetzt habe ich den oben hier noch. Okay. Elziane, die Banane von Elzio. Weg. Ja, gehen wir zurück. Wir gehen zurück und kriegen hier oben noch etwas. Ich werde natürlich angegriffen, so. Ach komm. All zusammen, komm. Ach man, wieso geht das wieder nicht? Das Spiel hat immer so ein Mikro-Lag und so. Also so. Wenn nichts geht. Wieso das jetzt gerade nicht ging? Wegen einem Buff scheinbar oder so. Eingebrockt. Geblockt. Eingebrockt. Ich brauch den. Ja, Übersicht gleich null. Das Spiel hat einfach viele Features nicht, die eigentlich nützlich wären, wie einfach ein bisschen Übersicht. Tja. So, nochmal Königsreichspunkte bekommen. Auch irgendwie ein Key, den ich mal markiert habe. Okay. Aber ja, viele XP gar nicht bekommen. Das heißt, ich kann nicht mehr. Am Anfang hatte ich irgendwo beim Buch oder noch weiter vorne. Hatte wie viel? Da nur bei 2. Also recht viel schon. So, der Messi. Hello. Heute Abend, der Dr. von Magius. Heute Abend, Half of Exile Start von der neuen Season, Delirium. Ich mache eine Challenge und ein bisschen Rollenspiel eventuell dazu. Und, ja, da kommen noch recht viele Videos. Minecraft kommen ja auch wieder ein bisschen mehr Videos. Und jetzt, wo das Event vorüber ist, hier in Regnum, mache ich natürlich auch wieder mehr Videos, aber kann sein, dass ich jetzt nicht so viel nächste Zeit Warzone zeigen kann. Ich werde schauen, dass ich immer Warzone mache. Aber jetzt nicht immer, ja. Halt täglich oder eventuell in zwei Tagen ein Part. Einfach so viel wie möglich. Jupp. Alle mit Pferde beritten oder mit, ja, Tigern, Laubkatzen hat. Genau. Ja, jetzt habe ich bald auch Warmaster mit dem Ritter. So, die genau hier levelt. Das ist ja wieder so nötigste Plätzchen, wo man leveln kann.
Anspruchsvoll könnte bis zum Versuch 56 sein, wie mein Barbar ist. Der ist bald 57. Da habe ich eben gefarmt mit dem. Und er hat eben ganz viele Items gefunden, aber fast immer weiße, weil ich noch einen Drop-Booster verwendet habe. Ja, genau, der Pfeil, den nimmt man nur. Irgendwann ist er doof manchmal. Ja, jetzt hat sie Wölfe, ich hoffe, die greifen nicht an. Nicht mal klarkomme mit den Wartezeiten, bis man das Pferd wieder, also das Reittier wieder beschwören kann. Ich habe einfach keine Geduld. Früher konnte ich's. Da habe ich schön gewartet, aber jetzt mittlerweile bin ich ein bisschen zu ungeduldig geworden. Aber eigentlich will ich ja auch vorne nicht dabei sein. Ich habe jetzt auch viel mehr Mut. Nur bin ich manchmal auch zu defensiv. Manchmal muss ich mir auch ein bisschen mehr wagen mit dem Jäger. Mit dem Barbaren bin ich immer zu offensiv. Da werde ich auch ein bisschen gefokust, oder? Wenn ich Barbar bin. Ah, der Käfer, der fliegt so schön. So, Herbert, schnell einnehmen. Die Leute warten sicher schon hier. So. Niemand hier. Die machen auch Abend. Genau. Was wollte ich noch kurz? Ah. Schauen, ob jemand kommt. Wir haben Kriege. Wow. Ja, mega viel Leben. Das liegt zu lange, danke schön. Ja, eine Regnung, wo man nicht mehr warten muss auf die verschiedenen Zauber und so Sachen. Ja. Schauen wir uns der Teppich ein bisschen an, wie flackert. Yay! In letzter Zeit ist sehr viel Ding. Sehr viel einfach passiert. Es ist einfach. Dankeschön, liebes Spiel, dass du mich da angreifst. Ich nehme mich echt ein bisschen mit, was alles passiert. So, jetzt. Gut, dann haben wir einen Clan. Ziehe ich schon. Da ist schon mal jemand. Die kommen schon, um es wieder zurückzuerobern. Ja, ich denke, ich gehe auch rein, aber werden natürlich schon noch mithelfen. Einfach oben natürlich. So, die Taktik des Takten. Des Taktikes. So, Übersicht gleich 0. Genau da sind, wo man nicht hinschaut. Schauen kann. So, jetzt. Wieder abgebrochen. Nicht nur einfach ein bisschen mehr Ding hätte. Ich einfach mehr sehe. Einfach die Übersicht irgendwie ein bisschen hat. Und einfach auch ein bisschen mehr Erfahrung hätte.
Ja, ich bin ja momentan echt wenig am Warzone machen gewesen, weil ich einfach die Charakter nicht hatte. Jetzt habe ich mittlerweile eigentlich recht einen guten Charakter. Also ja, macht wenig Schaden, klar. Ist auch low-levelig und so. Oh, das Schwert ist so geil. Das ist ein Minecraft-Schwert. Ein nice Schwert. Einfach in groß. Ja, unbedingt mitgehen, hä? Ist schon einer gestorben. Das sind irgendwie Lowies heute online bei Syrtis. Das ist ein bisschen schade. Und schon recht viele, lieber nicht gehen. Ist auch einer von uns gestorben. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Einfach kurz antippen. Lass mich doch auch ein paar Kills, ey. Wir greifen einfach von hinten an und sterben sofort. So doof, ey. Ja gut. Der Furztornado ist natürlich auch wieder hier. Ja, dann markiere ich noch kurz, wenn der schon reinkommt. Ja, dieses Ding soll ich nicht so einsetzen, wenn er fliegt. Aber wieso sind die Leute jetzt einfach wieder online und sterben sofort natürlich? Ja, keine Herausforderung. Das ist natürlich nicht so toll für ihn. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, momentan ist Regnum für mich. Und dann ist wieder Regnum gegen mich. Dann sterbe ich wieder zu oft, oder? Ja. Ich habe irgendwie nach ungefähr 2 oder 3 Toten sofort keinen Bock mehr. Ich müsste irgendwie etwas machen, dass ich irgendwie mehr Bock habe, wenn es mir nicht so gut geht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin auch ein bisschen zu... Ding. Für mich zu nett, oder? Und gegen andere hätte ich. Folterhätter. Nein, natürlich nicht, aber im Krieg kann ja auch die Gegner ein bisschen runter machen, ne? Also man muss jetzt nicht unbedingt immer so der Babo sein. Was, der hat mich getroffen? Seit wann? Ja, sicher. OP wieder alles. Jetzt lass. Oh Gott, ey. Das Spiel ist manchmal so unfair, wenn es so Dauerstanz immer ist. Ja, ja, also 200 dürfen zusammen einsetzen und die anderen dürfen am Boden liegen bleiben. Ja, ja. Die sind so schnell auch bei uns gewesen, ich konnte gar nichts machen. Jetzt geh mal Pfeil. Ah, oh, gar nichts. Ja, sie nehmen alle ihn nur. Ich weiß. Momentan hörst du ein bisschen. Okay, dann. Mach diese Immunität weg, bitte. Ja, ja, immer ein bisschen rum. Ja, okay. Okay, ich kann gar nicht angreifen. Der kann ich wenigstens anhalten. Ah, Mann, das ist ein OP. Angrot. So, macht wieder viel zu viel Schaden für meinen Clan. Genau, kritet auch noch. Ja, mein Jäger ist einfach noch zu wenig stark. Viele machen einfach noch zu viel Schaden von den Schützen. Und Barbaren sowieso. Aber es wird, also. Ich muss es somit nur öfters machen können. Ja, jetzt momentan. Ja, kann ich wirklich nur die Aufnahmen zeigen und dann muss ich sofort wieder Rechnung. Also, kann ich wieder keine Rechnung spielen. Also, was haben wir denn jetzt? 24 Minuten, gut. Ich denke, da wird mir niemand mehr Ding. Wir müssen es in schwarz-weiß. Noch ein bisschen zeigen. Ja, dürft gerne jetzt das Video beenden.
Aber ich habe nur noch ein paar Spieler, ob ich ein paar kenne. Ich suche immer noch die Leute, die in der Taverne immer sind. Die heißen entweder anders oder die sind nie online. The Fox Reloaded. Okay. Ja, so langsam haben wir ein wenig weniger Chance. Ja, die sind halt auch schnell hier, oder? Das ist bei uns in Augsburg auch immer das Gleiche. Sind sofort wieder hier. Das Wort wieder einnehmen. Draconito I. Oder 1. Scheinbar ist Guild Wars 2 jetzt wieder so ein bisschen gekommen. Also ist ein neues Add-on angekündigt worden. Was zurück in das Volk, wie die Chinesen sind. Also ist der Name gerade nicht. Aber eventuell, ja, wäre das auch eben ein Spiel für mich. Also nebenbei, neben Regnum, auch nochmal ein bisschen Schlachten in dem Spiel machen. Aber ja, irgendwie gefällt es mir halt auch nicht so, das Game. Die andere Möglichkeit wäre der Elder Scrolls Online, aber da bin ich jetzt auch nicht so drin. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt so Schlachten machen, weil auch kaum sind. Dort sind eher dann die Dungeons. Also Regnum ist eigentlich immer noch das Beste, deshalb spiele ich auch wirklich gerne Regnum noch. Weil ich ja auch schon ein alter Regnum-Zocker bin. Aber eben, sie müssen endlich mal etwas machen, damit die Schlachten auch wieder ein bisschen übersichtlicher werden. Ja. Das haben wir es wirklich bald geschafft. Ja, ich hätte es natürlich schon klar gesehen. Also, nicht so fliehen oder sonst irgendwas machen. Ist es jetzt? Wer hat hier angegriffen? Wen? Habt ihr das gesehen? Also alles Debuff. Also, ah, das war wahrscheinlich nur ein Buff und deshalb, weil es nur schwarz-weiß war. Ja, da. Ich dachte, hätte noch jemand angegriffen. So schnell konnte ich gar nicht schauen. Ich habe andere Sachen, also die verschiedenen Kriege angeschaut. Klamotten. Ja, jeder hat diesen Momo-Helm. Ja, in den nächsten Parts wird es mir hoffentlich wieder ein bisschen einfacher gehen, weil ich bin völlig K.O. gewesen in diesem Part. Aber ja, einen Tod und ganz viele Keys. Kann jeder gerne mal ein bisschen stoppen, wie viel Keys ich gemacht habe im Video. Aber ja, sind recht viele XP diesmal gewesen. Also Dankeschön fürs Zusehen und bis ja hoffentlich morgen oder übermorgen. Tschüss!